Hi Leute, ich bin's wieder. Vielen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute sehen wir uns mit einer neuen Folge App Review. Nach einer kurzen Pause mache ich nun weiter mit neuen Apps. Jo, lasst mich nicht weiter um den heißen Brei reden, fangen wir einfach an. Heute stelle ich euch die App Matheza vor. Die seht ihr hier links oben im Bildschirm. Ja, jeder von euch wird Matheza kennen. Matheza ist eine große Kinokette. Und ja, die zugehörige App stelle ich euch jetzt einmal vor. So, das ist die App, übersichtlich aufgebaut, hier unten mit fünf verschiedenen großen Kategorien. Ja, in der ersten Kategorie, die sich Tickets nennt, könnten wir hier, sehen wir hier, welche Filme alle so laufen. Zum Beispiel hier HFR 3D, der Hobbit. Und ja, dann können wir hier schauen, wann der Film läuft, also wann wir ihn anschauen wollen. Hier Info, da wird eben Info zum ja, Film abgegeben. Hier und noch andere kleine Informationen zu dem Film allgemein mit den Schauspielern und so weiter. Und da könntet ihr jetzt hier irgendwo draufklicken auf einen Tag, wann ihr es sehen wollt. Dann werden euch die Uhrzeiten angezeigt, wann der Film läuft. Dann kann man auch schon buchen. Ja, sehr kurz. Hier oben gibt es Infos. Unter der Rubrik sind wir gerade. Hier gibt es noch Bilder und hier gäbe es noch Trailer. Nicht wirklich interessant. Aber eine sehr schöne und aufgebaute App, die auch recht flüssig läuft. Sie könnte zwar teilweise etwas stabiler laufen, aber für ja, eine Kino-App finde ich, ist sie sehr gelungen. Dann könnt ihr hier oben auch noch zwischen dem heutigen Programm, dem aktuellen Programm, was im Kino läuft, und dem Kartenvorverkauf sortieren. Also für Filme, die demnächst erscheinen. Zudem gibt es hier noch Geschenke. Da kann man Geschenkboxen kaufen, wie hier 3D-Geschenkfilmdose. Die Preise, die kann man zwar nicht ja, so über Gutscheine zahlen, sondern wird dann einfach vom Konto abgebucht. In der Rubrik Warenkorb werden einem die Einkäufe angezeigt, die man über seinen Matheza-Account getätigt hat. Also wenn man zum Beispiel einen Film anschaut, werden hier im Warenkorb die Tickets dazu angezeigt. Unter der Rubrik Kino wird das nächste große Matheza-Kino in eurer Umgebung gezeigt. Und zu guter Letzt unter der Rubrik Mehr findet ihr hier das Konto, euer Konto, also euer Matheza-Account, den ihr hier verwalten könnt. Da könnt ihr dann Käufe und Reservierungen anschauen, die Kartendaten, Guthaben und. Hier könnt ihr noch einkaufen, Snacks und Drinks, Einstellungen für die App, auch bei der Kinoauswahl. Und zum Schluss noch Informationen. Das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer hier ein schickes Däumchen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ja, nochmal danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.